Oh, mein Kopf. Was ist passiert? Nein! Lass meinen Sohn los! Was machst du da? Nein! Oh. Ja, und damit hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zur finalen Runde von Damakash sucht den Supergamer. Ich habe mir hierfür The Forest ausgesucht. Ich weiß, momentan ein sehr überlaufenes Spiel, aber ich finde es einfach so toll, die Grafik und die Möglichkeiten, die man hier hat. Es ist ein Open-World-Horror-Survival-Spiel. Und ja, das Horror-Element hier finde ich schon sehr gelungen. Ist teilweise sehr erschreckend. Aber das werden wir alles noch herausfinden. Oh, Kaninchen. Oh, Hunger. So, haben wir hier jetzt alles abgegrast? Wir sind, wie man sieht, mit dem Flugzeug auf eine Insel gestürzt. Und ja, so ein halbnackter Mann hat uns unseren Sohn einfach weggenommen. Finde ich nicht sehr nett. Schauen wir uns hier erstmal um auf der Insel. Oh, sieht doch sehr idyllisch aus. Oh, hier gibt es ja jede Menge Futter. Essen. Also wenn wir hier bleiben, verhungern tun wir nicht. Mit vielen Kaninchen und Waranen. Oh, einen Koffer kann ich auch aufmachen. Das ist ja ein Traum. Da plündere ich hier erstmal das ganze Flugzeug. Und bin gespannt, wann uns die ersten halbnackten Männer besuchen. Und Frauen. Was haben wir denn hier? Medizin? Ja, Bestandteil des Spiels ist es, hier zu überleben in diesem Wald. Wir können dafür verschiedene Sachen machen. Das heißt, uns was zu essen jagen, Fallen bauen, uns eine Hütte bauen, am Lagerfeuer sitzen, Marshmallows, die wir hier bestimmt nicht finden, grillen. Und wir müssen uns gegen die Ureinwohner verteidigen. Die sind eine ganze Ecke fies, kann man mal so sagen. Von der KI her auch, ich finde einfach nur super beeindruckend programmiert. Deswegen wollte ich es auch unbedingt zeigen. Da warten wir mal, bis die ersten Gesellen hier auftauchen. Die kommen, so viel ich weiß, relativ fix ans Flugzeug. Oh ja. Und da hört man sie schon. Die haben eine ganz eigene Art von Kommunikation. Nämlich... Sehr beeindruckende Sprachausgabe. Die Frage, verkrümel ich mich jetzt? Weil ich wahrscheinlich eh keine Chance gegen die habe. Oder versuche ich mein Glück? Was meint ihr? Versuchen wir unser Glück? Direkt am Anfang? Da sind sie. Da hinten. So, kommt ihr jetzt auch hierher? Oder guckt ihr nur? Oh, die hauen wieder ab? Na? Oh, und stellt Müll in der Botanik auf. Was stellt ihr denn da auf? Oh, das Kreischen ist schon fies. Ich hoffe, die sehen mich von hier nicht, wenn ich näher rangehe, um zu gucken. Wenn ihr hier irgendwann ein Plim-Plim hört, dann haben sie mich gesehen. Hör auf zu kreischen, verpiesel dich. Drei Stück sind's. Und ziehen wieder von dannen. Da haben wir ja Glück gehabt diesmal. Da gehe ich gleich mal hingucken, was die da so Hübsches aufgestellt haben an Artwork im Wald. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier im Inventar? Wir haben einen Raw Lizard. Ah, und die Haut des Lizards können wir als Rüstung benutzen. Soda, ein paar Snacks, ein paar Sticks. Ich hätte gerne noch ein Kanickel. Kanickel! Oh, es tut mir ein bisschen leid, das Kanickel, aber ich muss ja auch essen. Es nützt ja nichts. Und noch eins. Krieg ich dich? Jetzt schlag zu. Hau zu da. Ach, jetzt hau doch auf das Kanickel. Ah. Ist gar nicht so einfach hier. Okay, dann holen wir halt eben davon noch einen mit. Kann ich davon noch zwei tragen? Nein, das ist super. Aber dann haben wir noch ein bisschen Rüstung. Oh.
Wir waren wohl etwas forsch. Wir sind in Blut getränkt. Das ist ja auch nicht so nett. Oh oh. Da hat mich einer gesehen. Hehehehe. Kommst du jetzt her? Bist du allein? Wenn du allein bist, kann ich es ja mal versuchen, ha? Huh? Alter, renn doch hier nicht so rum. Flink wie die Wiesel sind die. Da kann ich nicht so wirklich mithalten. Wenn du hier mitten in den Wald rennst, sehe ich dich nicht mehr. Wo ist der jetzt? Uah. Wo ist der? Wo ist er hin? Ich höre ihn noch. Ist der auf den Baum geklettert? Uah! Wo ist er? Oh, ist das gemein. Die können doch nicht einfach auf den Baum klettern und dann irgendwo landen. So neben dir. Und dich von hinten anspringen. Ist der... Ah, da bist du. Na? Wir sind mal forsch und treten ihm entgegen und gucken mal, was er macht. Uah! Alter Finne. Ja, der kloppt mich einmal quer über die ganze Map. Das ist ja herzallerliebst. Wie gemein ist das denn? Wo sind wir denn jetzt? Immer noch in Blut getränkt. Jetzt sind wir hier in irgendeiner Höhle. Wo haben die uns denn hingeschleppt? Was haben wir hier? Oh, eine Taschenlampe. Das ist ja angenehm. Sonst nichts? Kann ich die ausrüsten? Okay. Meine Axt hätte ich gern noch. Wer weiß, was hier alles in der Höhle drin ist. Okay. Oh, ich hasse Höhlen. Es ist dunkel hier drin und man weiß nie, was hier so rumkreucht und fleucht. Und damit meine ich keine kleinen Spinnen oder Würmer. Im Himmel. War das eine Fledermaus? ich mag keine Höhlen. Nein, nein. Was haben wir denn hier? Die haben hier Leichen aufgehängt. Oh, ist die voller Matsch oder ist die voller Blut? Das ist ja übermäßig viel Blut. Oh Gott, weg hier. Ist ja irre. Ach, das war's hier schon. Hier geht's schon raus? Na, das ging ja fix. Ich hoffe, dass hier keiner auf uns wartet. Wie kommen wir jetzt zurück zum Flugzeug? Huch. Oh, mitten im Wald und man sieht überhaupt nichts. Und wenn die hier jetzt irgendwo rummarschieren, kriegen wir das erst recht nicht mit. Die können jederzeit von den Bäumen in unseren Rücken springen und uns den Kopf abhacken. Das Risiko will eingehen. Wir haben Hunger. Ich glaube, ich muss jetzt hier mal langsam ein paar Utensilien... Na? Ah. Ein paar Utensilien auch sammeln, um mir ein Feuer zu machen und vielleicht eine Bleibe. Das wäre gar nicht schlecht. So, ein paar Blätter und ein paar Sticks. Und dann braten wir uns gleich ein lecker Kaninchen. Oh, ein See. Oh, ist aber hübsch hier, aber ich glaube, so nah an der Höhle der Eingeborenen möchte ich nicht kampieren. Und hier stand doch gerade noch... Ah, da. Hier steht Eingeborenen Artwork. Streetwork oder Woodwork, wie man es auch nennen will. Ja, hübsch siehst du aus. Oh, ist ja furchtbar. Ich möchte hier weg. Ich möchte nicht, dass mein Schädel dafür muss. Oh, da rennen sie. Wie die Wiesel durch den Wald. Oh, wie die flitzen. Die umkreisen mich auch einmal. Ich hoffe, die haben mich nicht entdeckt. Oder entdecken mich gleich.
Wo sind sie hin? Okay, die rennen da lang, also laufen wir hier lang. Besser ist das, ich möchte mich nicht nochmal erwischen lassen und ich glaube, ein zweites Mal haben wir nicht so viel Glück, in dieser Höhle aufzuwachen. Gut, es hat auch einen Vorteil. Wir haben jetzt eine wunderbar tolle Axt. Die sieht auch richtig gefährlich aus. Da hinten ist ein Eingeborenendorf. Oh ja. Und die Musik verändert sich auch gerade. Da oben. Ich kann auch immer nicht ausmachen, ob die ihre Totems dahin gebaut haben oder ob die da rumstehen. Ah, wo zum Teufel soll ich denn jetzt hinlaufen, damit ich hier einigermaßen safe bin? Ich habe Hunger und keine Energie mehr. Was liegt denn da rum? Ich esse jetzt erstmal was. So, jetzt habe ich ein kleines bisschen mehr Energie. Hier liegen tote Eingeborene. Wie praktisch. Wisst ihr nämlich, was man mit denen machen kann? Es ist widerlich und abartig, aber man kann sie zerstückeln, die Körperteile einsammeln und daraus ein eigenes Totem bauen, das die Ureinwohner abschreckt. Sehr praktisch. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich glaube, das stellen wir denen mitten vor die Haustür, oder? Ich sammle mal so viel ein, wie geht. Okay, viel mehr geht nicht. So. Wo stelle ich euch das denn mal hin? Effigies. Weiß ich, ich nehme mal hier so ein kleines erstmal. Stell euch das direkt hier hin. Oh, ich brauche Steine dafür, ne? Die werden wir mit Sicherheit noch auftreiben können. Schnell, schnell, schnell. Ein Stein. Zweiter Stein. Ja, super. So, das ist dafür, dass ihr mich in die Höhle geschleppt habt. Passt mal auf. Ah, ist das nicht hübsch? Das müsst ihr euch jetzt den ganzen Abend anschauen, wenn ihr in euren Hütten sitzt. Das ist Rache, meine Freunde. Rache. Blutige Rache. So, jetzt müssten wir uns doch langsam mal einen sicheren Ort suchen. Am besten irgendwo an der Küste. Wo wir uns ein bisschen in die Klippen reinbauen können, um uns zu verstecken. Wieso habe ich jetzt wieder die Axt hier? Oh, was ist das? Heilpflanzen? Ja, wie praktisch. Oh, wir haben ja einen Strand. Noch so ein bisschen Urlaubsfeeling. Wer es dieses Jahr nicht schafft, an den Strand zu fahren, ich nehme euch gerne mit. Ah, hier gibt's Koffer. Und einen riesigen toten Fisch. Sieht sehr hübsch aus. Warum fressen die Eingeborenen eigentlich Menschen, wenn die hier Fleisch in Hülle und Fülle haben? Das finde ich schon ein bisschen diskriminierend. So, ihr Lieben, das war mein Beitrag zur Finalrunde von Damakash sucht den Supergamer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wurdet unterhalten. An dieser Stelle möchte ich auch noch alle Teilnehmer des Contests grüßen. Es wurden sehr einfallsreiche und kreative Videos eingereicht. Und die Arbeit, die sich jeder Let's Player gemacht hat, hat, wie ich finde, den Contest so lebendig gemacht. Bei der lieben Damakash möchte ich mich auch bedanken, dass sie dieses Projekt ins Leben gerufen hat. Sie hat es uns ermöglicht, viele andere tolle YouTuber kennenzulernen und auch unseren eigenen Kanal vorzustellen. Vielen, vielen Dank, Dama, dafür. So, und wenn ihr mich bei diesem Contest unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Wer gern noch andere Let's Plays mit mir sehen möchte, der kann auch gerne mich auf meinem Kanal besuchen kommen. Ja, damit muss ich mich dann leider von euch verabschieden. Ich würde sagen, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns. Macht's gut.